So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute fahren wir zu den Landesmeisterschaften. Das letzte Mal, glaube ich, als wir ein Video hatten, Islam, hattest du den weißen. Jetzt hat er mittlerweile den gelben Gürtel. Heute ist wichtig. Er musste das letzte Mal sich qualifizieren. Er hat 5 Kämpfe gewonnen, also 5 Kämpfe gemacht und 5 Kämpfe gewonnen am gleichen Tag. Das war sehr, sehr gut. Dein Trainer war sehr stolz auf dich. Und heute kämpft er Landesmeisterschaft in der U11. Hä? U11. Islam, das wird nicht einfach, ne? Wir lassen uns davon nicht beeinflussen, Islam. Trotzdem, du wirst heute gute Gegner bekommen. Guck mal, eine Sache ist immer wichtig. Solange dein Gürtel gelb ist, aber deine Zähne nicht, ist alles gut. Hast du deine Zähne geputzt? Nein, ich wollte doch... Geh, deine Zähne putzen. So, auf der Seite haben wir hier den amtierenden Bruder. Wie ist dein Name? Abdul Malik, sehr gut. Wie alt bist du? 3. 3, super. Wird ihr Bruder heute gewinnen? Ja. High five. Ah. Okay, reicht langsam, wird Mann. Wir fahren jetzt los, wir müssen um 10 Uhr da sein. Ich weiß nicht, wann die Waage ist, aber wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Wir müssen jetzt hier noch tanken, unser Tank ist komplett leer. Ihr könnt immer in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt, wie viel wir bezahlen werden. Also wir haben jetzt noch 128 Kilometer Reichweite auf den Tank drauf. Wie viel sagst du? 200 Euro. 200, also da haben wir aktuell gerade 0. Schau mal den Deckel auf. Ja, genau. Super. 1,69 Euro der Liter. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel wir für diese Rechnung zahlen werden. So, wir machen das ganz einfach. Ihr habt 24 Stunden Zeit zu kommentieren mit dem Betrag. Wer so nah wie möglich an diesen Betrag drankommt, was bekommt der Islam? Eine fette King Kens Box. Hier ist das der Betrag. Nach 24 Stunden schreibe ich einen Kommentar und pinne ihn an mit dem genauen Betrag. Und dann wisst ihr, wer eine fette King Kens Box gewonnen hat. So, wir haben jetzt auf jeden Fall Reichweite wieder. 798 Kilometer. Trini-Halle in Tarp. So sieht das hier aus. Boah, bitte, wie voll der Parkplatz ist, das wird ein großes Turnier. Weißt du, warum ich überhaupt mitgekommen bin? Also denk nicht, ich wollte mitkommen, damit ich sehe, wie du kämpfst, ne? Einer denkt, ich komme wegen ihm hier, bitte. Wir wissen alle, dass wir nur wegen den Brötchen hier sind. Und warum nimmst du immer meine Kämpfe auf? Okay, soll ich heute nicht aufnehmen? Doch. Der kleine Schlawiner. Man kennt es auf jeden Fall von Islam, ist immer sehr, sehr gut. Hast du Kakao getrunken oder was? So, jetzt sind wir die Halle. Bin mal gespannt. Hier war ich zum Beispiel noch nicht. Okay, die ist schon sehr groß. Er sagt, lass uns hier sitzen. Lass uns auf diese Matte setzen. Ihr kennt diese Matten, wie fett die sind. So dick. Ich habe mich drauf gesetzt. Bitte komm mal jetzt hier. Was habe ich mit der Matte gemacht? Ist einfach Papier geworden. Scheiße. Hängst du ab gerade oder was? Ja. Wir haben Islams ersten Gegner gefunden. Zweiter. Da. Oh. Von der Kette weg und greift alle an. Okay. Dann holt er Landesmeisterschaft. Also die Story ist krass. So, die Brees sind jetzt auch angekommen. Also diese drei haben sich jetzt qualifiziert für die Landesmeisterschaft und jetzt gehen wir zur Waage. Das ist einfach die Waage. Die Schlange geht einmal von hier bis hier. Andere wollen deutschen Pass haben. Die haben hier Judo-Pässe. Mohammed heute auch wieder dabei. Ja. Und hast du Lust? Und du, hast du Lust heute? Ja. Wie, Yusuf? Welchen Platz holst du heute? Erster. Oh. Ich will wieder Landesmeisterschaft. Wieder, okay. Flex mal anders. Und du, Mohammed? Mohammed auch. Ey. 35 Minuten standen wir jetzt hier an ungefähr. Ey. Ist das crazy. 36,1 Kilo wiegt er. Dicke Junge, mashallah. Ja, hat ein bisschen zugenommen. Vorletzte Mal, wo ich mit ihm war, war er 34 Kilo. Deine Auswahl wird sein Käse oder Käse? Knoppers. Was für Knoppers? Käsebrot und Knoppers. Guck mal, bitte. Guck mal, wie sünde das belegt aussieht. Ja. Junge, was ist das? Wallah, das sieht so trocken aus. Ja, wie die aussehen. Die Brote sind einfach ohne Liebe. Die Brezel. So, wir gönnen jetzt noch den Käsebroti. Und dann warten wir auf die Kämpfe. Ja, dann. Das hast du, wenn an den Rändern nichts geschmiert ist. Ich krieg die Krise, wenn an den Rändern nichts geschmiert ist. Danke. Und ein Wasser? Ein Wasser, bitte. Ja. Pasting. Boah, das sieht so saftig aus. Also natürlich, Alhamdulillah, akulli shay, also Alhamdulillah für alles. Na, Gott sei Dank für alles, aber das ist schon crazy. So, die haben jetzt Aufstellung hier. Es geht jetzt endlich los. Es ist jetzt 11:30. Wir sind jetzt seit 10 Uhr hier. So, die machen sich jetzt ein bisschen warm hier. Die laufen sich jetzt gerade ein. Und jetzt wärmen die sich hier ein bisschen auf, die Brees. Was ist los? Meine Hand ist so umgeklickt an der Matte. Wird schon. Mach mal ein paar Ringe rollen.
Ist alles gut? Irgendwas hast du doch. Was ist los, Omri? Nichts. Samu, ist wirklich alles gut? Ja. Ehrlich jetzt? Ja, nur ein bisschen schlecht. Willst du was trinken nochmal schnell? Ich sehe seinen Blick, da stimmt irgendwas nicht. Ja, ich hoffe, alles ist gut, aber man hat manchmal einen schlechten Tag. Das ist so. Und dann muss man auch da durch. Ich rede gleich nochmal mit ihm und guck, vielleicht bedrängt ihn oder bedrückt ihn hier irgendetwas. Islam, von 1 bis 10, wie traurig bist du, dass gestern Ronaldo verloren hat? 10 von 10. 10 von 10. Wir haben gestern das Spiel zusammen geguckt. Er sagt so zu mir, jetzt haben wir voll umsonst das Spiel geguckt, weil er hat nicht gewonnen. Aber wir hatten doch Spaß beim Spiel gucken, oder? Ja. Islam, wäre das schlimm, wenn ich Messi-Fan bin? Ja. Okay, hör zu. Wenn du heute Gold holst, bin ich Ronaldo-Fan. Wenn du heute kein Gold holst, dann bleibe ich Messi-Fan. Ronaldo ist cooler, weil erstens, er hilft mehr Menschen, Messi ist schlechter Fußball. Ich dribbel ihn aus. Aber Islam, wir wissen nicht. Vielleicht Messi hilft auch vielen Leuten, wir wissen das noch nicht. Wenn jemand seine guten Taten nicht offenkundig macht, dann heißt das nicht, dass er keine gemacht hat. Verstehst du, was ich meine? Ja. Okay. Ich weiß, was ihm vielleicht fehlt. Er ist ein bisschen energielos gerade. Jetzt gehen wir ihm was Süßes holen, weil manchmal ist Süßes oder Zucker sehr, sehr wichtig. Und ich sage sogar, er wird gleich was Süßes bekommen und dann wird es wieder stabil geben. An dieser Stelle könnt ihr gerne Code MUFTI10 oder ABO10 benutzen, um bei KingCan 10% zu sparen. Wenn ihr Bock habt auf Süßigkeiten, dann könnt ihr Mystery Boxen kaufen. Ihr könnt Veggie Box kaufen, eine Halal Box. Ihr findet alles. Alles an Getränken, alles an Süßigkeiten, was es gibt aus aller Welt. Guck mal bitte, Wallah, bitte, guck mal bitte, das ist die Schlange von hier bis da hinten. Schade, ich habe das jetzt bei sehr vielen Turnieren mitbekommen, dass es einfach so unnormal schlecht organisiert ist. Ich will gar keinen Disrespekt aussprechen, aber die Kinder sind teilweise so erschöpft vom Warten. Wir haben jetzt diese Anrede da gehalten und eigentlich kämpfen die danach, aber es ist jetzt wieder 40 Minuten vergangen und die kämpfen immer noch nicht. Das Problem ist einfach, die haben immer Technikprobleme. Das ist immer wieder das Gleiche und das ist so schade. Das ist einfach nur Organisation. Es muss einfach besser organisiert werden. Ich kann von außen vielleicht so einfach reden, aber ich sehe es ja von außen, es muss einfach besser organisiert werden. Anders kann ich es leider nicht sagen. Weißt du, ich habe das Gefühl, weil in Fußball mehr Geld drin steckt, oder das habe ich nicht das Gefühl, das ist so, weil im Fußball mehr Geld drin steckt, wird das natürlich übertrieben gefördert und in den anderen Sachen halt leider nicht. Ne? Money, money, money. So, ein bisschen Zucker. Dann noch ein Lolli für ihn. Und dann geht es jetzt auch schon gleich direkt los. Du bist dran. Okay. Denk dran, du kannst das nicht schauen. Okay. Ich glaube an dich als Landesmeisterschaft. Oh, ich sag euch, dieser Richter wird wieder die ganze Zeit in mein Dings sein. So, ich hab's gesagt. Wallah, ich hab's gesagt. Yalla, Islam. Also einen Punkt hat Islam schon mal. Genau so, Islam. Sehr gut gerissen. Ja, genau, richtig. Ah, schade. Hätte noch mehr reißen müssen, aber auch gut. Komm schon. Islam ist noch nicht ganz wach, aber das ist kein Problem. Aber er ist der Kampf gewonnen. Du hast den Kampf gewonnen? Aber du warst noch nicht ganz wach, ne? Alles gut? Wie fühlst du dich? Yalla, Islam. Hallo, nächster Kampf direkt. Du machst das, Islam. Sag mal. Sehr gut, lass ihn nicht los. Islam, raus! Er ist nicht bei sich. Guck, da ist vorbei, vorbei. Ja, das passiert. Und wisst ihr was? Er hat gegen ihn letztes Mal gewonnen. Er hat gerade gegen jemanden verloren, gegen den er schon gewonnen hat. Was ist los? Ich hab verloren. Na und? Ist Ronaldo der beste Spieler aller Zeiten? Ja. Hat er gestern verloren? Ja. Du gewinnst hier 100% Erfahrung. Du kannst nicht verlieren. Mach dir das in deinen Kopf mit rein. Du gehst dahin, du konzentrierst dich, du machst deine Kämpfe und das war's. Das Endresultat kommt erst, nachdem du dein Training gemacht hast, Islam. Was fehlt dir? Erfahrung. Und die Erfahrung kriegst du von was? Von Training. Ja. Nächsten Kampf machst du das anders? Versuch dich einfach zu konzentrieren, okay? Jalla, nächster Kampf, kein Problem. So, nächster Kampf. Der Trainer hat mir gerade gesagt, in der Bezirksmeisterschaft hat Islam alle auseinandergenommen, weil ich nicht dabei war. Und jetzt meinte der Trainer, wahrscheinlich ist er so emotional, weil du gerade dabei bist. Und bei Islam ist das einfach so. Bei mir hat er immer so, ich weiß nicht, er hat das Verlangen bei mir, er will keine Fehler machen. Und ich erkläre ihn jedes Mal wieder, du darfst Fehler machen vor mir. Du sollst sie machen, damit ich am Ende dir noch sagen kann, wo du sie vielleicht besser machen kannst. Hier, schaut mal, wie er jetzt dominiert. Ja, sehr gut, Fuß weg.
Guck mal sein Gesicht, der hat einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Jetzt gerade, nachdem ich mit ihm geredet habe, schaut mal sein Gesichtsausdruck mit Lächeln. Das sind Kinder, die brauchen ein Werkzeug und dieses Werkzeug nennt sich Kommunikation und Gefühle. Klar sage ich ihnen so, ey, nur Gold ist gewollt und so weiter und Goldmedaille, bla bla bla, aber das ist Gelaber. Im Endeffekt will ich, dass er die Erfahrung gewinnt. Gut gemacht. Sehr gut, sehr, sehr gut. 3 Kämpfe, 2 gewonnen, 1 verloren, bis jetzt. Okay, nächster Kampf, Kampf 4, Islam. So. Ja, egal. Ey, Bruder, ja, wallah. Islam! Sehr gut. Werfen! Kein Problem. Bisschen reißen. Ja, 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 zieh, zieh! Bruder, dieser Mann hasst mich. Er hasst mein ganzes Leben. Halt ihn fest! Ja, ach, komm! Ich geh gleich einfach auf die Matte, ich kann nicht mehr. Komm, du fang genug Spaß! Sehr gut. Außer seine Beine auf. Islam, lass dich nicht ziehen, lass dich nicht drehen! Noch 5 Sekunden, du schaffst es! Bumm. Viel lockerer, entspannter. Ich will gar nicht, also wie viel Druck auf jemanden steht. Ich kenne das ja selber, wenn ich mal auf der Matte stand. Wie viel Druck und dass man das hier alles ausblenden muss. So mäßig. Und das Schlimmste ist, nimm mal alle weg. Wenn dein Vater da steht, dieses Gefühl hatte ich leider nie, zu wissen, wie es ist, wenn der Vater einen über die Schulter guckt. Sehr gut. Ich glaube, ich bin durch. 4 Kämpfe, 3 hast du gewonnen, 1 hast du verloren. Den ersten hast du so verschenkt. Ne, den zweiten hast du verschenkt. Du bist den ersten. Ne, den zweiten, oder nicht? Ah ja, der zweite. Du, wallahi, du hast heute nichts verloren. Nichts. Das ist alles Erfahrung, was du gewinnst. Das ist völlig egal. Natürlich ist es schön, eine goldene Medaille mit nach Hause zu nehmen. 100% sage ich nicht nein. Aber du hast einen Kampf verschenkt. Du hast trotzdem sehr gut gekämpft, die anderen Kämpfe. Die nächsten Turniere, inshallah, warten noch. 1 Jahr bist du jetzt beim Judo. Dafür machst du das schon sehr gut. Du kannst nicht alles gewinnen. Das haben wir gestern auch bei Ronaldo gesehen. Checkst du? Ja. Checkst du? Er ist aber auch schon alt. Was findest du cooler, Judo-Turniere oder Ringer-Turniere? Ringer. Ja, ich frag dich nie wieder. Okay. Hast du da draußen irgendjemanden noch einen Ratschlag zu geben, welche Sportart er machen sollte? Ring. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten da draußen gerne mitgeben willst? Ring. Irgendwas anderes noch? Judo. Nein, nicht Sportart. Gibt es irgendwas, was du gerne einen Tipp geben würdest für die Welt da draußen? Abonniert Abi. Irgendwas Wichtiges vielleicht, nicht sowas Okay, warte. Was? Spendet an alle Menschen und an Palästin. Tududum. Mohammed, welchen Platz hast du geholt? Ersten Platz. Wie viele Kämpfe hattest du? 2 Kämpfe, 2 gewonnen, sehr gut. Da hinten, aber um den wird sich gerade gekümmert. Hast du aber so gesagt, sorry oder so? Nein, ich hab gesagt. Achso, du sollst die Matte verlassen wahrscheinlich, weil sie sich um ihn gerade kümmern. Das war trotzdem. Erster Platz. Zweiter Platz. Ihr wisst ja, was komisch ist, wann ihr wisst, dass ihr alt geworden seid, wenn ihr die Stories, WhatsApp-Stories von eurem Sohn seht. Bei allen ist es so ganz normal noch. Landesmeisterschaft. Okay, wir haben gerade rausgefunden, dass er doch noch einen Kampf hat, der Mohammed. Also, die dachten nur 2, aber anscheinend hat er doch einen noch. Wie macht er sich? Gut. Geworfen und gewonnen. Die haben nach dem zweiten Kampf zu Mohammed gesagt, okay, du bist durch, fertig, du hast gewonnen, erster Platz. Dann wurde er nochmal einfach random aufgerufen, die sagen, ja, du bist doch nochmal kämpfen. Er kämpft, gewinnt, okay, 3 Kämpfe, 3 Siege, gewonnen, erster Platz. Jetzt chillen wir hier draußen die ganze Zeit, er wurde gerade wieder reingerufen, doch noch ein Kampf. Er geht hin, verliert, 2. Platz. Das ist das, was ich mit eurer Organisation meine, das ist echt schade, die Kinder werden dadurch richtig traurig, aber Mohammed, du hast heute genauso wenig wie Islam verloren, das weißt du, ne? Ja, egal, die sind traurig, aber kein Problem. Aber ich hab ihnen jetzt den Lolli kein geschenkt. Problem. Du hast ihm dein Lolli geschenkt? Guck mal. Was spielt der gerade? Brawl Stars. Brawl Stars? So eine Sucht ist. Jetzt noch Siegerehrung und dann nach Hause. So Leute, leider konnte ich die Siegerehrung nicht mitfilmen, aber er hat Medaille Silber nach Hause geholt bei der Landesmeisterschaft. Wir sind alhamdulillah sehr zufrieden. Ich habe mir gedacht, ich würde gerne nächstes Mal was testen. Und zwar, der Trainer und ich, wir glauben mittlerweile, dass es an mir liegt. Sobald ich da bin, wird er emotional und hat so einen großen Druck. Und ich würde gerne einfach nächstes Mal testen bei seinem nächsten Turnier, dass ich ihm sage, ich komme nicht mit, aber ich gehe hin, verkleidet und misch mich so ein bisschen unter die Leute und er soll gar nicht merken, dass ich dabei bin. Und wenn er dann alles weghaut, dann komme ich und freue mich mit ihm zusammen. Das wäre vielleicht mal eine coole Sache. Dann hat meine Frau mir gesagt, er hat ihr gestern schon gesagt, ja, morgen ist Landesmeisterschaft, ich glaube, ich schaffe das nicht und so weiter. Aber zu mir sagt er das nicht. Er hat es aber zu meiner Frau gesagt. Und ja, von mir will er immer stark sein. Ich verstehe das irgendwo. Aber ich habe auch mit ihm geredet, dass wir nicht immer stark sein können. Auch emotional nicht.
und wir darüber reden sollten, wenn das so ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich danke euch. Lasst gerne Liebe in den Kommentaren da. Folgt mir gerne auf Instagram. Mein Instagram ist hier. Assalamu alaikum, ciao Kakao, ciao Pepe und ciao mit dir.